Frances Lydia Alice Knorr wurde am 10. Dezember 1868 in England geboren. 1887 wanderte sie nach Australien aus und heiratete dort einen deutschen Einwanderer. Ihr Ehemann musste 1892 ins Gefängnis, weil er Möbel verkauft hatte, welche er selbst auf Raten gekauft hatte, um seine Familie zu ernähren. Schwanger und mittellos ließ sie sich als Kindermädchen nieder, wobei sie verschiedene Namen benutzte, manchmal auch ihren Mädchennamen. Sie sollte die Kinder weitervermitteln und erhielt dafür eine sehr gute Bezahlung. Einige der Babys erwürgte Knorr und vergrub sie im Garten ihres Hauses in Melbourne. Als ihr Mann aus der Haft entlassen wurde, kehrte sie zu ihm nach Sydney zurück. Die Leichen wurden jedoch gefunden. Knorr, die gerade dabei war, ihr zweites Kind zur Welt zu bringen, wurde verhaftet. Am 11. August 1893 wurde Frances Knorr vor Gericht gestellt. Sie bestritt, die drei Kinder getötet zu haben, behauptete sogar, sie seien an natürlichen Ursachen gestorben. Nach einem 5-tägigen Prozess wurde sie für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Dieser Fall allerdings spaltete die Bevölkerung. Die Frau des Henkers drohte diesem, sie würde ihn verlassen, wenn er Frances Knorr hinrichten würde, worauf dieser 2 Tage vor der Exekution Selbstmord beging. Dennoch änderte das nichts am Urteil. Am 15. Januar 1894 um 10 Uhr morgens wurde sie hingerichtet.